Krankenwagen. Hallo und herzlich willkommen bei Loop. Ich bin heute wieder Thomas und ich zeige euch heute, wie ihr eine Timelapse erstellt. Zuallererst, es gibt zwei Arten, Zeitraffer zu erstellen. Die erste Art ist, einfach ein Video zu machen und das dann ganz schnell laufen zu lassen. Und die zweite, deutlich professionellere Art, zeige ich euch jetzt im folgenden Video. Die erste Frage ist natürlich, was ist eine Timelapse? Also bei einer Timelapse muss man sich eigentlich wieder daran erinnern, wie eigentlich Videos funktionieren. Also wie das Aufnehmen der Videos funktioniert. Eine Videosekunde besteht meistens aus 24, 25, 30 Bildern pro Sekunde. Und genau das macht man bei einer Timelapse. Bei einem Timelapse-Video, da stellt man sich das einfach irgendwo hin und macht zum Beispiel alle 2 Sekunden ein Bild. Und wenn man dann zum Beispiel 24 oder 25 Bilder hat, tut man die in einem Videoprogramm zusammen und man hat dann eine Filmsekunde. Wie das funktioniert, zeige ich euch im weiteren Verlauf des Videos. Aber was braucht man eigentlich für eine Timelapse? Zuerst einmal eine Kamera, dann ein Objektiv, je nachdem was ihr machen wollt, ein Weitwinkel oder ein Teleobjektiv, könnt ihr gucken, könnt ihr auch lassen. Dann auf jeden Fall ein Stativ, weil sonst funktioniert die ganze Sache gar nicht. Pack das Stativ nicht an. Und wenn möglich einen Fernauslöser. Es geht auch ohne Fernauslöser, aber dann müsst ihr dann noch das Bild am Ende stabilisieren, weil wenn man die ganze Zeit da drauf drückt, dann wackelt die Kamera ein bisschen und am Ende hat man dann so ein verwackeltes Bild. Ich zeige euch gleich mal ein Beispiel, da habe ich das nur mit der Kamera gemacht und da sieht man schon, auch wenn ich einen Warp Stabilizer aus After Effects da drauf setze, dass dann am Ende das Video nichts wird. Ich habe mir jetzt den hier von der Freundin ausgeliehen. Der ist schon ganz gut, aber da muss man wirklich alle 2, 3 oder 4 Sekunden, je nachdem wie lang euer Intervall ist, draufdrücken, damit die Kamera ein Bild macht. Aber es gibt auch noch so Digital-Dinger da, von Fotix zum Beispiel. Da kann man dann zum Beispiel direkt das Zeitintervall einstellen. Das heißt 4 Sekunden und zum Beispiel, wie man sagt, man will nur 200 Bilder aufnehmen und dann drückt man auf Start und der macht alle 4 Sekunden ein Bild, bis er 200 Bilder hat. Das ist natürlich deutlich gemütlicher, da kann man sich irgendwo hinsetzen, Kaffee trinken oder was essen oder so, aber das geht mit diesem Teil hier leider nicht. Scheißteil. Gutes Teil. Aber egal. Wichtig sind dann natürlich noch die Einstellungen der Kamera. Bei den Einstellungen kann ich jetzt eher weniger dazu sagen, weil es immer darauf ankommt, in welcher Umgebung ihr das machen wollt oder wie ihr das machen wollt oder wie am Ende euer Ding aussehen soll. Aber eine Sache muss man beachten. Vor allem, wenn ihr in der Fußgängerzone ein Timelapse-Video macht oder generell ein Timelapse-Video, wo ihr in dem Bild viel Bewegungen haben wollt oder habt, ne? Versteht, was ich meine. Dann sollte die Belichtungszeit nicht zu hoch sein. Also dann solltet ihr nicht schnell fotografieren mit einem 100. Sekunde, mit einer 100. Sekunde beispielsweise, sondern am besten mit einer Belichtungszeit von einem 30., einem 20. oder einem 10. Und die Blende sollte natürlich dann dementsprechend klein sein. Tagsüber kann man auch dann einfach einen ND-Filter draufschrauben, damit man halt so Belichtungen bis zu 2 Sekunden machen kann. Wer so einen hat, sollte ihn drauf tun. Ja, das Timelapse-Video, das ich euch gleich zeigen werde, das habe ich auf einer Brücke gemacht, wo dann die S-Bahn, Regionalbahn, ICE-Bahnen, wo halt ein paar Züge drunter hergefahren sind. Die Belichtung war bei dem Zeitraffer bei mir immer bei einer Sekunde, das ist recht viel, deswegen war auch die Blende bei einer Blende von 32. Das bringt halt so ein bisschen Bewegungsunschärfe mit in das Video. Und das ist natürlich wichtig, wenn ihr dann am Ende so fließende Bewegungen haben wollt. Und mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen zur Aufnahme von einem Timelapse-Video. Fertig ist eigentlich euer Zeitraffer. Und den ich jetzt letztens gemacht habe mit Philipp und Kirill, den zeige ich euch jetzt. Und da sind wir auch schon am Ende des Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt am besten einen Daumen hoch. Schaut euch unsere anderen Videos an und versucht selber mal so eine Timelapse zu erstellen. Macht eigentlich schon ziemlich Spaß und am Ende kriegt man super Resultate raus. Also viel Spaß beim Fotografieren und bis nächsten Sonntag. Tschüss.